Herzlich willkommen zu unserem 5. Online-Gottesdienst. Und immer noch können wir nichts darüber sagen, wann und in welchem Ausmaß wir uns wiedersehen können, um wieder einen echten Gottesdienst miteinander zu feiern. Aber wir hoffen, dass es im Mai Veränderungen geben wird. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir so mit euch in Verbindung stehen können und wir danken euch nochmal von Herzen für alle liebevollen Rückmeldungen und auch eure Gebete. Immer noch sind wir mittendrin in einer ganz besonderen Zeit, von der, wie ich glaube, später die Geschichtsbücher berichten werden. Es ist immer noch eine besondere Zeit und trotzdem hoffen wir, dass es jetzt wirklich einen langsamen Weg heraus gibt aus allem Stillstand. Auf diesem Weg werden wir weiterhin auf den einen schauen, der alles in seinen Händen hält, der einen Plan hat. Und dieser Jesus Christus ist Schöpfer Himmels und der Erden und er wird es nicht zulassen, dass diese Welt sich selbst zerstört. Sein Reich wird sich unaufhaltsam und unaufhörlich weiter ausbreiten. Ich wünsche mir selber und auch dir, dass wir das Gute aus dieser Krise mitnehmen in unser Leben. Welche Spuren hat diese Zeit in deinem Leben und in deinem Herzen hinterlassen? Ich wünsche uns, dass wir das Gute wirklich mitnehmen. Ich meine dabei diese himmlische Ruhe, die wir vielleicht immer wieder mal in unserem Leben kreieren sollten. Oder die intensive Zeit mit Gott. Oder die intensive Zeit mit deinem Ehepartner, mit deinen besten Freunden oder deiner Familie. Oder einfach nur, dass man nichts selbstverständlich nehmen sollte. Dir fallen bestimmt auch noch ganz viele positive Dinge ein. Und ich wünsche dir einfach, dass du sie mitnimmst in deinem Leben. Und jetzt wünsche ich euch einen richtig wundervollen Online-Gottesdienst und dass Gott seine Spuren auch heute wieder in deinem Herzen hinterlassen darf. Ciao!